Pokémon und andere wunderschöne Spiele. Hallo, hier ist Suicide Cossi mit einem weiteren No Comment. Ja, ich habe wieder mal ein kleines Opfer gefunden, was ich mir selbst rausgesucht habe. Oder das Opfer ist zu mir gekommen, kann man auch sagen. Nämlich, diesmal ist es Quindoras. Quindoras ist ein Pokémon-Fanatiker und ich kann es ihm nicht übel nehmen, weil Pokémon ist auch eine geile Serie. Vielleicht mache ich davon auch noch ein Review, aber jetzt zu Quindoras, zu seinen Projekten und zu seiner Videoqualität. Ja, man muss gucken, er hat wirklich lange Projekte und ja, Pokémon sind auch lange Projekte, also zwei Pokémon-Spiele. Ich glaube, ja, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Die beiden GameCube-Spiele, die von Pokémon gibt, hat er Let's Played oder Let's Played es immer noch. Das ist jetzt dahingestellt. Und die Qualität ist einfach wirklich super. Und es macht auch Spaß, ihm zuzuhören. Er hat so eine wunderschöne Stimme. Da denkt man, ja, man kann es so überinterpretieren. Es ist wirklich eine geile Stimme. Und wie er die ganzen Sachen vorliest und wie er erklärt. Und das macht alles wirklich richtig Spaß. In-game Sound hört man auch. Alles wirklich super. Ja, eines seiner Monsterprojekte ist World of Warcraft. Ich wusste gar nicht, dass man World of Warcraft LPen kann, aber anscheinend kann man das schon. Und ja, hat er jetzt bis Part 15. Echt, für mich ist das ein positiver Punkt, weil wenn man wirklich so lange durchhält bei World of Warcraft, es ist echt heftig. Es geht ja von Level 1 bis 80 und da kommen noch EP-Punkte und bla bla bla. Ich bin kein wirklicher Spieler von World of Warcraft, aber davon ein Let's Play zu machen, in diesem Falle ist es ein Let's Play Together, ist schon einfach Wahnsinn. Ja, ich habe ja in jedem LP sehe ich auch etwas Negatives. Das ist jetzt nicht was Negatives, sondern eher ein kleiner Verbesserungspunkt. Leider rauscht es ein bisschen und ein paar schwarze Ränder sind da. Aber man muss sagen, es ist vollkommen egal. Man kann das Videos auch genießen. Und ja, das wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt seht ihr die ganze Zeit schon einen Ausschnitt von einem seiner LPs. Und wir sehen uns nach diesem Ausschnitt noch einmal kurz wieder. Tschö, tschö. Ich suche erstmal so und hol mir ein anderes Item. Nee, Moment. Hier war doch was, oder? Da muss ich doch irgendwas mit. Ja. Nee, 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 nee. Ach, egal, egal. Hier ist doch irgendwas mit der Lampe. Ah, endlich! Na, wusste ich's doch. Irgendwo in der Pflanze muss sowas sein. Genau, und jetzt brauche ich den Bogen. Genau, endlich. Genau, jetzt brauche ich den Bogen, um die Dinger da anzuschießen. Ja, und dann haben wir's. Dann haben wir's auch. Wunderbar. Fragt sich jetzt nur, weil ich den Bogen abgelegt habe. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo habe ich den Bogen abgelegt? Der war da in der Bombe, oder? Nee. War der nicht im Bombenraum? Hey, wo war der denn? Ich weiß es nicht mehr. Unten war er nicht, war hier oben? Nee, hier war auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, meine Vergesslichkeit, die sollte. Boah, das gibt's nicht. Wo habe ich den abgelegt? Oder wo gibt's zumindest einen zweiten? Wäre ich auch zufrieden mit, aber nein. Oh. Hier unten ist er auch nicht, oder?
Und zweimal gucken kann nie schaden. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder in PN oder in Kanal ist mir, oder in Blog oder woanders, wo ihr mich stalkt, ist mir relativ egal, wo ihr es mir hinschreibt. Jedenfalls möchte ich von euch auch Kritik haben. Und ja, wenn ihr es toll fandet und Quindoras jetzt euch mal anschaut, schreibt mir euren ersten Eindruck unter die Kommis, also in die Kommis, und wir sehen uns beim nächsten No Comment. Ciao, ciao.